Deutschland gehört zu den konkurrenzfähigsten Industriestandorten der Welt. Dass dies aber auch in Zukunft so bleibt, bedarf enormer Anstrengungen und Investitionen in die Zukunft des deutschen Mittelstandes, um das hohe Niveau zu halten. Über diese Herausforderung ist sich auch unsere Bundesregierung im Klaren. Viele von Ihnen merken, dass sich durch die Digitalisierung die Kundenbeziehungen völlig verändern. Peter Altmaier würde an dieser Stelle sagen, Massenproduktion mit dem Los 1. Jeder will sein individualisiertes Produkt bekommen. Mit dem Siegel Made for Germany porträtiert Deutsches Business TV Unternehmen, die den Standort Deutschland stärken und weiter ausbauen. Es hat sich rumgesprochen, der German Mittelstand ist eine der tragenden Säulen unserer Marktwirtschaft und wird auch zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. Deutsches Business TV war zu Gast in Heiligenhaus bei der LOA Technologies GmbH. Unter dem Motto »Zu jung für tradiertes Denken« hat es sich der Geschäftsführer Stefan Lohr zur Aufgabe gemacht, innovative und individuelle Lösungen für die überwiegend aus der Automobilindustrie stammenden Kunden zu generieren und herzustellen. Damit wurde Lohr Technologies in den vergangenen Jahren unter anderem für Bentley zu einem gefragten Partner, der spezifische Entwicklungsprozesse aktiv begleitete und energisch vorantrieb. Der erste Kunde war der Kunde Bentley aus dem VW-Konzern, der mit an uns herangetreten ist, weil er einfach eine Problemstellung hatte beim Cabrio-System, also beim zukünftigen Cabrio. Und dieses Problem konnten wir erfolgreich durch Entwicklungsarbeit lösen. Und in dem Zuge hat uns die Firma Bentley mit allen drei Scharniersystemen beauftragt, also sowohl für das Coupé als auch für das Cabrio und auch für die Limousine. Und in dem Zusammenhang sind wir sehr schnell zum technischen Entwicklungslieferanten beim VW-Konzern zertifiziert worden und haben diese Zertifizierung jetzt mehrfach erfolgreich verteidigen können. Und sind jetzt sozusagen im gesamten VW-Konzern als Full-Service-Supplier gelistet und haben zwischenzeitlich auch schon diverse andere Projekte erhalten aus dem VW-Konzern. Deutschland ist ein innovativer und globaler Big Player in der internationalen Wirtschaft. Die Produkte mit dem Siegel Made in Germany sind auch international gefragter denn je. Als eher kleines und hochflexibles Unternehmen besitzt die LOA Technologies GmbH die typischen Qualitäten einer klassischen Manufaktur und kann dabei den deutschen und internationalen Markt mit innovativen Produkten begeistern. Das heißt also, ich kann von der Entwicklung über den Werkzeugbau bis hin zur Serie das gesamte Full-Service-Paket liefern. Und das ist eigentlich unser Wettbewerbsvorteil, den wir damals begonnen haben zu erarbeiten. Und das haben wir getan, indem wir ein hybrides Scharniersystem entwickelt haben, wo wir verschiedene Werkzeugtechnologien miteinander kombiniert haben und verschiedene Materialien miteinander kombiniert haben, sodass wir ein Scharnier entwickelt haben, was in einem Stück gefertigt werden kann und dazu auch noch bis zu 60% leichter ist. Eine hohe Qualität und individualisierte Produkte sind weltweit sehr gefragt. Für diese Innovationen bedarf es viel Know-how und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Die verschiedenen Fertigungsbereiche, modernste Technik und qualifiziertes Fachpersonal mit dem festen Willen, überdurchschnittlich hohe Leistungen erzielen zu wollen, machten das Unternehmen aus Heiligenhaus in kürzester Zeit auch international konkurrenzfähig. Denn Stabilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit sind die Säulen einer funktionierenden Marktwirtschaft. Letzten Endes muss man es so betrachten, wir sind in einer Kleinserie und Mittelserie tätig. Wir machen keine Großserien für die Automobilisten. Das heißt, wir haben so gewisse Nischen, die wir bedienen. Und dort ist es so, dass wir Maschinen hier im Park haben, die wir für solche Tätigkeiten noch nutzen können. Am Anfang eines Projektes bewerten wir immer, wie sieht der Maschinenpark aus, kann ich den weiter nutzen oder muss man hier Zukauf machen bzw. eine Investition tätigen und wie ist es mit den Mitarbeitern um die Maschine drumherum.
Letzten Endes kompensieren wir das so, dass wir, wenn wir über einen Maschineninvest nachdenken, auch gleichzeitig mit dem Hersteller über das Thema Förderung der Mitarbeiter sprechen. Das heißt Schulungen, Lehrgänge, während die Maschine hier etabliert wird. Die Mitarbeiter werden auch direkt zum Aufbau der Maschine mit an der Maschine stehen, um zu gucken, wie sind dann die Prozesswege für ihn. Auch derzeit schaut die Welt wieder auf Deutschland und seine Wirtschaft. Trotz zahlreicher Krisen wächst der deutsche Mittelstand unaufhaltsam weiter. Es sind nicht in erster Linie die großen DAX-Konzerne, sondern die deutschen mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeitern und Fachkräften, die dieses Land zu einem der konkurrenzfähigsten weltweit macht. Deutschland ist getrieben durch das Hochschulsystem die Spitze der technischen Ausbildung. Also gerade wenn ich hier jetzt einen Ingenieursabschluss in Deutschland mache, auch nach der Bologna-Reform mit einem Master, ist das immer noch höher angesehen als ein Master in anderen Ländern. Das ist einfach so, weil die Techniker werden hier ausgebildet und nicht woanders. Das schafft natürlich dann auch eine sehr hohe Dichte an Entwicklungsingenieuren oder Entwicklungsfachpersonal, was gleichzeitig dann auch hier bleiben und hier arbeiten möchte. Nicht zuletzt, alle Firmen haben nach wie vor ihre Hauptsitze der Entwicklungsstandorte immer in Deutschland, alle großen. Es werden natürlich Teile verlagert, dass bestimmte Tests von Prototypen kann man verlagern. Das passiert aber in Globalkonzernen und nicht in Mittelständlern. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels in der Bundesrepublik ist die deutsche Ingenieurtechnik nicht nur national, sondern weltweit sehr gefragt. Ich könnte ja nächstes Jahr auch in Rente gehen. Ich habe aber schon durchläuten lassen, wenn die Gesundheit mitspielt, dass ich länger bleibe. Also für mich ist das immer wieder eine Herausforderung. Ich bin eigentlich ein Typ, der die Firma nicht als Firma so morgens anstempeln, abstempeln ansieht. Für mich ist das wie eigene Firma. Und das macht mir unheimlich Spaß. Ich habe meine Freiheiten. Natürlich habe ich einen Chef. Wenn irgendwas ist, wird der Chef schon irgendwas sagen. Aber auf eine Art bin ich sehr selbstständig hier im Unternehmen. Es ist die Genauigkeit und Präzision der deutschen Handwerks- und Ingenieurskunst, die die Produkte mit dem Siegel Made in Germany weltweit so beliebt machen. Dieser Anspruch sorgt für ein stabiles Wirtschaftswachstum. Ich habe 2 Jahre in der Qualitätssicherung gearbeitet und von daher nehme ich das schon ziemlich genau, Präzision, sowohl im Beruf als auch im privaten Leben. Und dann versuche ich natürlich, diese Präzision, die dort vorgegeben wird, meinen Mitarbeitern weiterzugeben, beziehungsweise dass die dann dementsprechend diese Werkzeugelemente auch so anfertigen. Diese logistische Wertschöpfungskette termingerecht zu gestalten, ist gerade heutzutage eine Mammutaufgabe. In diesen Momenten zeigt sich, wie wichtig der Teamgeist in einem Unternehmen ist. Es ist super, dass es ein junges Team ist. Es ist eine gute Stimmung, eine gute Grundstimmung in der Firma. Respektieren uns und es ist eine lockere Atmosphäre. Es ist nicht steif und es weht kein harter Wind. Also das zeugt auch nochmal davon, dass wir echt ein gutes Klima haben hier und dass jeder sich gerne hilft und auch unterstützt. Um die große finanzielle Herausforderung des Mittelstands auch in Zukunft zu meistern, bedarf es Investitionen der Unternehmen in Technik und Know-how. Stefan Lohr sieht es als seine Aufgabe, Arbeitsplätze im eigenen Land zu schaffen und zu sichern. Das ist für den Unternehmer aus Heiligenhaus eine gesellschaftliche Verpflichtung. Billig können alle anderen besser als wir. Wir können billig nicht herstellen oder in der Regel schlecht herstellen, sagen wir mal so. Zweitens ist es so, dass wir in der Welt einfach den Wettbewerbsvorteil unseres Know-hows hatten durch das duale Ausbildungssystem, durch duale Studiengänge, durch letztendlich diese Intensität, die wir an Ausbildung hier haben, durch die Meisterausbildung, durch die Technikerausbildung, haben wir einfach einen relativ hohen Stellenwert in der Industrie.
weltweit erreicht, einfach aufgrund des Know-hows, was wir uns entwickelt haben. Aber das Thema komplexe Produkte, großes Know-how, das ist einfach das, was wir hier sehr, sehr gut abbilden können. Und deswegen halten wir auch hieran fest. Einfach. Das ist für mich das Wichtigste. Und zum Zweiten ist es auch so, dass wir eine gesellschaftliche Verpflichtung haben. Das sehe ich ganz klar so. Wir müssen die Arbeitsplätze in Deutschland schaffen und wir müssen sie erhalten. Wir müssen den Wohlstand der Gesellschaft sichern durch den Standort Deutschland. Das ist für mich ganz wichtig. Stefan Lohr ist sich sicher, der Schritt in das Unternehmertum war richtig und der Erfolg gibt ihm recht. Eine ausgeprägte Kundenorientierung, klare Wertvorstellungen und eine Unternehmenskultur mit einem kollegialen und offenen Klima ist das Erfolgsgeheimnis des Dienstleisters aus dem Bergischen Land. Unsere Wirtschaft und der deutsche Mittelstand profitierten von seinen Innovationen, seinen Fachkräften und dem Einsatz und dem Mut der Unternehmer. Damit dies aber auch in Zukunft so bleibt, braucht es Unternehmen wie die Lohr Technologies GmbH mit ihren innovativen und individuellen Lösungen für den weltweiten Industriemarkt, um den Standort Deutschland auch weiterhin nachhaltig zu stärken. Technik made for Germany.